Helena ist das Allerletzte. Sie macht das ganze Theater doch hin, um sich in den Vordergrund zu spielen. Um ihr Image aufzupolieren. Du liebst deinen Bruder noch immer. Ich liebe dich. Das hier ist mein Leben. Ich würde das niemals aufgeben. Auch wenn Jan nicht dein Bruder wäre? In der Nacht, in der du dich von Jan verabschiedet hast, habe ich mit Patricia geschlafen. Oh, du tust mir weh! Ich habe gesagt, nein. Sie hat mich nach allen Regeln der Kunst verführt. Es tut mir leid, aber ich konnte nicht anders. Sie behaupten also, dass Dr. Mendes sie in aller Öffentlichkeit geschlagen hat. Wegen eines Fouls beim Fußball. Ach, ne, es gab eine kleine Rangelei, dabei bin ich in den Pool gefallen. Sind Sie ganz sicher, dass es nichts mit Ihrem Verhältnis zu Ihrer Schwester zu tun hat? Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Du machst mir keine Szene? Ich bin nicht gerade in der Position, dir Vorwürfe machen zu dürfen. Wir haben beide Fehler gemacht. Was heißt das jetzt? Ich möchte, dass wir noch mal von vorne anfangen. Bitte gib uns eine Chance. Natürlich stehen meine Schwester und ich uns sehr nahe. Aber das hat nichts, aber auch gar nichts mit ihrer Ehe zu tun. Egal, was Dr. Mendes sich einbildet. Glauben Sie noch an unsere Kirche? Ich glaube an die Liebe, Monsignor. Die Frage ist nur, an welche Liebe? Ich kann Ihnen darauf nur eine Antwort geben. Und zwar, dass ich versuche, an mir zu arbeiten. Dass ich versuche, ehrlich zu mir zu sein. Und dass ich mich ständig hinterfrage. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich im Moment in einer Glaubenskrise stecke. Ja. Sie ziehen sich in Klausur zurück. Und zwar so lange, bis Ihnen klar ist, welchen Weg Sie gehen wollen. Also gut. Unter einer Bedingung. Jan muss gehen. Ich will, dass ihr euch nie wieder seht. Das wollte ich nicht, keine Ahnung. Das muss jemand bei der Pressekonferenz gefilmt haben und dann ins Netz gestellt haben. Wie kannst du dich in der Öffentlichkeit so gehen lassen? Bei allem Verständnis für deine Trauer, das geht zu weit. Ich erwarte von dir, dass du dich zusammenreißt. Ich soll mich zusammenreißen? Ja, Nico, was Vater meint. Dein Hass frisst dich auf, das ist ja nicht zu ertragen. Du bist doch nur so wütend, weil du Schuldgefühle hast. Weil du Helenas Fahrerflucht vertuscht hast. Wenn Helena sofort Hilfe gerufen hätte, vielleicht könnte Philipp dann noch leben. Das kannst du nie wissen. Aber du weißt doch nicht, dass es nicht so wäre. Okay, was haltet ihr davon? Ich finde heraus, wer das war, und Sebastian sorgt dafür, dass das Video verschwindet. Dieses Video muss aus dem Netz. Wir können uns auf Verletzung der Persönlichkeitsrechte berufen. Nur, dass überhaupt keine Persönlichkeitsrechte verletzt wurden. Von mir aus kann jeder wissen, was ich über Helena denke. Sie amüsiert sich doch ganz hervorragend. Sie will dich nur provozieren. Komm schon, Tristan. Du bist verliebt. Sieht man mir das an? Es steht auf deiner Stirn. Das ist mir noch nie aufgefallen.
Ist das bei allen so? Nur bei Männern. Ganz schön unfair. Küsst euch mal, morgen ist die Hochzeit da. Ich glaube, Marlene hat immer noch ein Problem mit uns. Marlene, bitte hier nicht mit jemand. Du kannst mir wohl überhaupt nichts. Marlene, bitte, er will dich vergewaltigen. Darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Marlene, bitte, bleib hier. Marlene. Bleib hier. Geh nicht mit ihm. Dana, hey, alles gut, es ist nur ein Albtraum. Ich habe von diesem Abend geträumt. Als Marlene von Alexander. Aber diesmal wusste ich, was passiert. Ich wollte sie aufhalten, aber ich konnte nicht. Dana. Warum konnte ich das nicht verhindern? Hey, Dana. Du hättest das nicht verhindern können. Doch! Irgendwie! Marlene hat sich doch nur auf diesen Flirt eingelassen, weil wir jetzt offen zusammen sind. Und dann hat Tristan auch noch für uns Partei ergriffen. Marlene hat mit einem charmanten Mann geflirtet. Das tun Frauen, weil es völlig normal ist und richtig. Auch wenn sie kein Problem haben oder sich schlecht fühlen. Aber Alexander wirkte wie ein netter Kerl. Keiner von uns hätte gedacht, dass er zu sowas fähig ist. Keiner konnte auch nur ahnen, was passieren würde. Marlene nicht und du auch nicht. Bitte, gib dir nicht die Schuld dafür. Was Marlene passiert, das ist schrecklich. Aber es gibt nur eine Person, die daran schuld ist, Alexander. Und, hat es funktioniert? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Okay. Es tut mir leid, dass es dieses Video gibt. Das war wirklich nicht meine Absicht. Aber ich bereue kein Wort, das ich gesagt habe. Und? Geht's dir besser? Ja, ein bisschen. Ich weiß, dass du Angst hast. Deshalb flüchtest du dich in deinen Hass, damit du dich deinem Leben nicht stellen musst. Weil es ein Leben ohne Philipp ist. Wage es ja nicht, seinen Namen in den Mund zu nehmen. Oh doch, das tue ich. Hier geht es nämlich nicht mehr um Philipp. Was? Willst du zuhören? Du hast Angst, um ihn zu trauern, Nico. Weil er sein Abschied ist. Und weil es bedeutet, dass du weiterlebst. Ja, du lebst ja dein Leben einfach unbekümmert weiter. Und hast du Andis Bruder schon gevögelt? Ja, ich lebe weiter. Und dafür hasst du mich, oder? Weil du Angst hast, genau diesen Schritt zu tun. Für dich ist das ja auch einfach. Du hast ja niemanden verloren. Doch. Meine beste Freundin. Und Philipp war mein Freund. Jetzt habe ich ihn auf dem Gewissen. Aber ich habe kapiert, dass ich mit meiner Vergangenheit irgendwie zurechtkommen muss. Das sind doch alles nur Worte. Nein, das ist die Wahrheit, Nico. Aber die willst du sowieso nicht sehen. Also bitte, hass mich weiter. Nur helfen wird dir das nicht. Ich habe schon versucht, dich anzurufen. Ich habe mein Handy ausgemacht. Ja, im Moment rufen nur irgendwelche Reporter an und wollen eine Stellungnahme von mir. Wegen Nikos Internetvideo. Ja, klar. Ist doch eine großartige Sensation. Jedenfalls schön, dich zu sehen. Ich habe mir echt Sorgen gemacht. Hör mal, was Nico gesagt hat. Vielleicht ist das völlig aus dem Zusammenhang gerissen.
solltest noch mal mit dir reden. Habe ich gerade. Und wie immer, völlig erfolglos. Und ich werde aus dem Marathon-Team aussteigen. Hat sie das von dir verlangt? Nein, ich mache das meinetwegen. Ich glaube, mir geht's besser, wenn ich in Zukunft aus dem Weg gehe. Ich find's echt schade. Du hast endlich mal wieder gelacht. Ich hatte auch endlich mal wieder richtig Spaß. Jetzt, wo ich dich während dem Training nicht mehr sehe, hättest du Lust, mich auf der Arbeit zu besuchen? Ja, und was soll ich da? Dir bei einer OP assistieren? Ja. Wenn du das gut machst, dann spendiere ich dir sogar einen Kaffee. Dann kann ich wohl nicht mehr Nein sagen. Jan ist dein Bruder. Ich muss mich entscheiden, entweder Ricardo oder Jan. Was machst du da? Ich bitte Jan, sich mit mir zu treffen. Ricardo liebt dich. Er würde dich nie verlassen. Du hast ihn nicht gesehen. Ist doch Unsinn. Ich will ihn nicht verlieren. Das wirst du auch nicht. Du musst ihm beweisen, dass eure Ehe nicht in Gefahr ist, egal wo Jan lebt. Das kann ich nicht mehr, seit er die Briefe an Jan gelesen hat. Lass unsere Familie nicht zerbrechen. Clarissa, die Familie, von der du träumst, die hat es nie gegeben und die wird es auch nie geben. Das werden wir sehen. Du wirst nicht entscheiden, wo mein Sohn lebt. Er kann leben, wo er will. Nur eben nicht hier. Oh. Ich glaube, hier liegt ein Missverständnis vor. Ich besitze nämlich dieses hübsche Filmchen für die Familienvideothek. Du hast recht. Hier liegt wirklich ein Missverständnis vor. Julia weiß von meinem Seitensprung mit Patricia. Ich hab's ihr gesagt. Es ist eine Sache, eine tränenrührige Beichte von dir zu hören. Aber dir dabei zuzusehen. Es reicht. Noch habe ich Julia nicht gesagt, dass du dahinter steckst, weil ich weiß, wie wichtig du ihr bist. Warum auch immer. Aber ich kann meine Meinung jederzeit ändern. Und wenn sie die Wahrheit über dich erfährt, dann verlierst du nicht nur Jan, sondern auch Julia. Du hast keine Beweise. Patricia hält dicht. Sie ist ein Profi. Aber Charlie, keine 3 Sekunden. Charlie, harmlos. Wenn ich deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen darf, Charlie ist abgereist, weil sie dich und deine Intrigen nicht mehr ertragen konnte. Und sie würde jederzeit wiederkommen, um Julia die Wahrheit über dich zu erzählen, wenn sie das Gefühl hat, dass du ihr schadest. Es gelten neue Spielregeln. Ab sofort wirst du die nette, brave Oma sein, die bei uns wohnt. Und wage es nicht, mir noch einmal in die Quere zu kommen. Oder ich sorge dafür, dass deine eigene Tochter dich vom Hof jagt. Das wagst du nicht. Wetten. Du. Helena ist das Allerletzte. Sie macht das ganze Theater doch hin, um sich in den Vordergrund zu spielen. Um ihr Image aufzupolieren. Das ist echt Wahnsinn, wie viele Leute es inzwischen gesehen haben. Und nebenbei macht sie sich auch noch an Andys Bruder. Wenn sie so sensationsgeil sind wie du. Sie verschwindet doch keinen Gedanken mehr. Ja, wenn man die Leute kennt, dann ist das noch viel spannender. Hey, mach das Ding aus. Ich meine, so ein Findling. Das macht mich so fit. Wag es. Spaßbremse. Helena nimmt jetzt doch nicht am Marathon teil. Ja, wegen dem Video? Hm. Alter, ich hab's dir ja gesagt. Nico und Helena in einem Team, das gibt nur Ärger. Ich hatte gedacht, dass den beiden hilft, aber ist ja wohl nach hinten losgegangen. Ich hatte doch auch schon mal versucht, die beiden zu versöhnen. Bei mir hat's ja auch nicht geklappt. Wenn ich nur irgendwas tun könnte. Helena war so glücklich über ihre Teilnahme und jetzt? Ach komm, für Nico war's ja wohl auch nicht leicht. Ich glaube, Nico hat sich so in ihrer Verzweiflung verlaufen, dass sie gar nicht mehr anders kann als zuschlagen. Dabei ging es ihr vor ein paar Tagen echt besser. Solche Zustände sind aber selten dauerhaft. Selbst bei einer schweren Depression kann man sich zwischendurch gut fühlen. Sorry. Andi Fritsche, hallo? Tag, Herr Dr. Walter. Herr Notar. Ja. Was haben wir denn nun geerbt? Ja, den kenne ich. Gut, und wann? Alles klar, bis dann. Ja, und? Oh Mann, der macht's echt spannend.
Sie will sich mit uns auf dem Parkplatz treffen und das Erbe mitbringen. Auf einem Parkplatz? Ja, dann ist wohl doch kein Schloss in der Bretagne. Der Kerl hat meiner Tochter Gewalt angetan und kommt ungestraft davon. Und jeder hier tut so, als ob nie etwas gewesen wäre. Allen voran Marlene. Ihr Verdrängungsmechanismus ist reiner Selbstschutz. Damit sie sich nicht mit den Konsequenzen der Vergewaltigung auseinandersetzen muss. Ach, das ist ja eine super Taktik. Kannst du mir verraten, wie lange das dauern soll? Das müssen wir abwarten. Ich weiß es nicht. Meine Tochter wandelt hier wie ein Gespenst. Hat Angst vor ihrem eigenen Schatten. Sie hat jede Achtung vor sich selbst verloren. Und wenn sie so weitermacht, da wird sie immer das Opfer bleiben. Also hörst du jetzt mal auf, sie bei diesem Wahnsinn zu unterstützen? Aber sie muss von sich aus Hilfe und Unterstützung wollen, Thomas. Es nützt nichts, ihr das aufzudrängen. Ach, und woher weißt du das? Weil du die Weisheit in Löffeln gefressen hast? Mhm. Weil ich mich bei einer Beratungsstelle informiert habe, was jetzt das Beste für mein Kind ist. Im Gegensatz zu dir. Ach, hör doch auf mit diesen Psychogequatsche. Das sind alles lahme Ausreden. Nur damit man die Hände schön weiterhin in den Schoß legen kann. Ich hab die Schnauze sowas von voll. Mann! Oh, mein Schatz, hallo. Hey! Habt ihr Stress? Nee. Möchtest du einen Kaffee? Danke, nehm mir. Thomas hat sich nur darüber aufgeregt, dass Ansgar der Forstwirtschaft die Gelder kürzen will. Das alte Spiel. Tja, gar nicht so einfach, wenn einem alle anderen sagen, was man tun und lassen soll, was? Ja, manchmal hat man eben einfach keine anderen Möglichkeiten. Und hast du heute noch was vor? Ja, Tristan will die Songs aus dem Musical auf CD aufnehmen und ich habe gleich meinen ersten Studiotermin. Was? Aber das ist ja großartig, oder Thomas? Hey, Papa. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Begeisterung von dir erwartet. Immerhin glaube ich fest daran, dass es jetzt bergauf geht. Es reicht! Ich kann dieses Theater nicht mehr ertragen! Jetzt hörst du immer auf, das Opfer zu sein und stellst dich den Tatsachen! So geht's doch nicht weiter! Marlene, ich bitte dich. Geh zur Polizei und zeig dieses Arschloch an! Ich hoffe nun, dass Marlene sich nicht so viel zumutet. Sie ist zwar süß, aber nicht aus Zucker. Im Ernst, wieso machst du dir Sorgen? Bei ihrer Launhaftigkeit in den letzten Wochen? Jetzt da ins Tonstudio und auf die Bühne? Na, vielleicht hast du recht und ich will das nur nicht wahrhaben. Muss ich das jetzt verstehen? Es war mein Fehler. Ich hätte mich niemals auf Marlenes Anmache einlassen dürfen. Danke, immer wieder schön daran erinnert zu werden. Ja, das meine ich ja. Wenn ich ihr nicht nachgegeben hätte, dann hätte sie jetzt kein schlechtes Gewissen. Ich wette, das macht ihr zu schaffen. Sie weiß nicht, wie sie mit dir umgehen soll. Und jetzt schwankt sie zwischen Trotz und schlechtem Gewissen. Wie kannst du eigentlich morgens in den Spiegel gucken und nicht kotzen, ne? Willst du mich jetzt schon wieder belästigen? Belästigung ist ja wohl ja dein Spezialgebiet. Dein Vater haut mir eine rein? Du trittst mir vor versammelter Mannschaft im No Limits in die Eier? So was beim nächsten Mal schneid ich sie dir ab, damit du nie wieder... Dann ist jetzt völlig durch? Noch ein Ausrutscher und du hast ganz schnell eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals. Vorsicht, ganz dünnes Eis. Was ist denn dein Problem? Das fragst du besser deinen Freund hier. Die ist doch total irre. Ich zieh mich um. Sir, bereit, Sir, wenn Sie es sind. Elena ist aus dem Team ausgeschieden. Oh, Tatsache. Das finde ich sehr schade. Ja, deine Meinung. Können wir uns dann jetzt auf das Wesentliche konzentrieren und trainieren? Das Wesentliche ist, dass du dich in deinem Hass verrennst. Misch dich bitte nicht in Dinge ein, von denen du keine Ahnung hast. Ja, dank deiner Ansprache im Internet kenne ich ja deine Meinung. Ich habe dir gesagt, wie es war. Elena hat mir monatelang vorgemacht, dass sie mit mir trauert. Meine beste Freundin. Und jetzt hat sie 2 Jahre auf Bewährung. Dafür, dass sie meinen Mann kaltblütig ermordet hat. Nico, das war ein Unfall. Ein Unfall? Ich kann's nicht mehr hören. Und Philipp auch nicht. Er ist nämlich tot. Aber ihm ist nicht egal, wie es dir geht. Oh. Ein Bekannter von mir ist Psychotherapeut und hat sich auf Trauerarbeiten spezialisiert. Ich fass es nicht. Du willst mich zu einem Seelenklempner schicken, damit die arme Helena nicht mehr unter mir leiden muss? Im Ernst, Nico, er soll dir helfen.
Hör auf den Rat vom Onkel Doktor. Dein Onkel Doktor, den kannst du dir dahin schieben, wo nie die Sonne scheint. Papa hat das nicht so gemeint. Unsere Nerven liegen nur alle etwas blank. Ich habe jedes einzelne Wort so gemeint. Jetzt hörst du mal auf, die Sachen hier schön zu reden. Sieh den Tatsachen mal ins Auge. Unsere Tochter ist Opfer einer Straftat geworden. Und das Arschloch läuft weiterhin frei herum, weil sie ihn nicht anzeigt. Und ihr alle unterstützt sie dabei. Mama, sag mal, spinnst du? Nee, tu ich nicht. Wir vertuschen ihr eine Straftat. Ist euch das eigentlich klar? Und sorgen dafür, dass dieses Arschloch weiterhin frei herumläuft und tun und machen kann, was er will. Das macht mich krank. Es geht hier aber nicht um dich, sondern um deine Tochter. Ganz genau. Und ich kann nicht mit ansehen, wie sie leidet. Marlene muss den Zeitpunkt aber selbst bestimmen. Selbst bestimmen? Ich kann diesen Scheiß nicht mal mit anhören. Diese weichgespülten Ökotanten vom Beratungsinstitut, die haben euch offenbar das Hirn komplett vernebelt. Reinsberg läuft weiterhin frei herum und fühlt sich sicher, weil sich meine Tochter von ihm einschüchtern lässt. Dabei gehört er in den Knast. Wenn Marlene soweit ist, dann wird sie handeln. Es ist ihre Entscheidung. Dass ausgerechnet du das sagst, wundert mich nicht. Verschweigen ist ja dein Spezialgebiet. Oh, jetzt hör endlich auf, Marlene so unter Druck zu setzen. Sie braucht deine Unterstützung, also steck dir deine Vorwürfe sonst wohin. Ich will nicht, dass meine Tochter vor die Hunde geht. Meine Kinder sind keine Opfer. So habe ich euch nicht erzogen. Und in Wahrheit denkst du genau das Gleiche. Du bist nur viel zu feige, das zuzugeben, weil du Angst hast, dass du es dir mit deiner zweiten Tochter auch noch verscherzt. Hey, könntest du mich später vielleicht vom Tonstudio abholen? Dann könnten wir noch was trinken gehen. Ja? Cool, ich weiß noch nicht, wie lange die Aufnahmen dauern, das heißt am besten, ich rufe dich dann einfach an. Ja? Gut, tschüss. Marlene. Nee, keine Zeit, ich muss echt los. Warte doch, Marlene. Hey, Mann. Danke, dass du deine Freundin zurückgehalten hast. Spar dir das, Kesaya. Ich weiß, was für ein mieses Schwein du bist. Jetzt bleib mal locker. Marlene erzählt dir irgendwelche Lügen über mich und du glaubst das sofort? Du hast doch genau gesehen, dass Marlene mich angemacht hat. Du hast Marlene vergewaltigt. Wenn das wirklich stimmt, warum hat sie mich dann nicht schon längst angezeigt? Alles, was in dieser Nacht passiert ist, wollten wir beide. Mann! Marlene hasst dich doch nur dafür, dass sie Tristan betrogen hat. Und anstatt das zuzugeben, hängt sie mich hin. Das kann mich meine Karriere kosten. Ich sollte dir hier und jetzt so lange die Fresse polieren, bis du eine dumpfe Ahnung davon bekommst, wie Marlene sich fühlt. Marlene kann ihre Lügengeschichte mit nichts untermauern. Aber wenn du jetzt zuschlägst, dann schaffst du Beweise. Und diesmal gehe ich zur Polizei. Danke, das war sehr gut. Na, zum Glück ist das Studio schallisoliert, sonst hätte man deinen Jubel bis ans Ende der Straße gehört. Das war mein voller Ernst. Es war... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber... Du musst jetzt keinen abbrechen, okay?
Deine Stimme hat sich verändert. Sie wirkt kontrollierter. So, als ob du den Zuschauer nicht ganz an dich heranlassen willst. Tatsache. Ja, das ist es wohl. Du bist verschlossener. Aber dadurch machst du Lily Rose zu einem Mysterium und das gefällt mir. Okay. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen erschrocken. Schon okay. Ich habe ja kapiert, dass inzwischen jeder Mann interessanter ist als ich. Also, wenn du eine Pause brauchst, okay, dann... Danke. Bist du sicher? Absolut, ja. So, und jetzt lass uns keine wertvolle Zeit mehr verschwenden. Welches Lied denn als nächstes? Danke, dass du gekommen bist. Hast du mit Ricardo gesprochen? Offen und ehrlich. Zum ersten Mal. Wie geht's jetzt mit euch weiter? Ich habe ihn gebeten, mir noch eine zweite Chance zu geben. Und er hat mich vor die Wahl gestellt. Entweder er oder du. Ich nehme an, es hat keinen Zweck, wenn ich noch mal mit ihm rede. Ich glaube, es ist besser, wenn du ihm aus dem Weg gehst. Erinnerst du dich noch daran, was du mir versprochen hast, als wir uns hier auf Mallorca wiedergefunden haben? Wenn das mit uns als Geschwister nicht klappt. Dass ich die Insel verlasse. Es ist soweit. Es war wirklich schön hier. Vielen Dank für alles. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn ich erst mal nach Hause gehe. Im Moment wäre ich wirklich lieber alleine. Aber du kannst gerne jederzeit wiederkommen, das würde mich freuen. Sehr gerne, danke. Für dich. Also ich weiß, es ist kein Geschenk, weil es gehört dir ja. Aber ich dachte, dir geht es im Moment so schlecht. Und wenn die Lieblingstasse von Philipp wieder ganz ist, dann... Das hört sich jetzt voll blöd an, aber... Nein, gar nicht. Danke. Du musstest mir nicht mal bei der OP assistieren. Tja, heute ist mein Glückstag. Ja, das kannst du aber laut sagen. Ich habe was für dich. In alter Tradition. Ach, das war also deine sagenumwobene OP, ja? Du hast nur mit einem Skalpell an diesem Glückskeks rumgefummelt. Quatsch, dieser Keks wurde allein vom Schicksal für dich bestimmt. Na los, mach ihn auf. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, man sollte ab und zu daran erinnert werden. Vor allem, wenn die Zeiten nicht so toll sind. Und das ist so eine alte chinesische Weisheit? Portugiesisch. Die Chinesen sind ja Weltmeister im Adaptieren. Ah, verstehe. Mhm. Interessant.
Ich werde gehen. Aber ist es das, was du wirklich willst? Ich kann meine Familie nicht aufgeben. Schon allein wegen Timo. Leb wohl, Herr. Julia, komm mit mir. Mein Handy liegt noch im Sportraum. Ein Augenblick, Herr Reinsberg. Ich schaue sofort nach. Ich muss Marlene im Tonstudio abholen. Bei dem, was sich bei euch zu Hause abspielt, sollte sie besser nicht alleine sein. Hat's mein Vater mal hören sollen. Gut, in dem Punkt hat er recht. Sie muss den Kerl anzeigen, sonst kommt sie nie darüber hinweg. Aber ganz allein Marlene bestimmt den Zeitpunkt. Soll ich vielleicht noch mal mit dir reden? Auf gar keinen Fall. Ich muss dir ihr versprechen, dass ich niemandem davon erzähle. Wenn sie jetzt erfährt, dass ausgerechnet... Dana, deine Schwester ist vergewaltigt worden. Es ist nur normal, dass du jemanden brauchst, mit dem du darüber reden kannst. Trotzdem. Versprich mir, dass du es ihr nicht sagst. Niemand darf das wissen, hörst du? Niemand. Versprochen. Gesagt, dass wir das schaffen, dass wir eine Familie sein können. Weil ich es glauben wollte. Julia, ich habe mich überschätzt. Ich liebe dich. Immer schon. Und Gott hat uns zusammengeführt, weil wir zusammengehören. Aber warum hat Gott uns dann zu Geschwistern gemacht? So einfach ist das nicht. Nach dieser Logik dürfte es keine Kriege geben, keinen Hunger, keinen Tod. Gott ist größer. Er prüft, er hinterfragt. Und er schafft Wege und Kreuzungen, an denen wir uns entscheiden müssen. Wie unser Leben weitergehen soll. Julia, wenn unsere Liebe stark genug ist, dann können wir Berge versetzen. Und genau deshalb sind wir jetzt hier. Genau darum. Wir beide stehen an einer dieser Kreuzungen. Und wir haben die Wahl. Daniel Fritsche, hallo. Das ist mein Bruder Andi. Mann, sein alter Flitzer, ich werd bekloppt. Für uns? Danke. Die Überraschung ist Ihnen echt gelungen. Hier sind die Papiere. Wenn Sie mir die Übergabe bitte hier quittieren. Ja. Na dann, viel Spaß damit. Wow! Hey, aber sowas von wow! Gab es irgendwas, was Dad so wichtig war wie dieses Auto? Den durften wir nur mit schriftlicher Erlaubnis anfassen. Und auch nur, wenn Papa dabei war. Aber als ob dich das jemals abgehalten hätte. Das hab ich ja voll vergessen. Ich hab mir den Wagen nachts mal ausgeliehen, heimlich. Bin da mit einer Freundin rumgefahren. Wir haben uns gestritten und dann stand jemand auf der Straße, genau vor mir. Das hast du ja nie erzählt. Ja. Ich konnte in letzter Sekunde ausweichen, ist nichts passiert, außer dass ich den Randstein geschrabbelt. Hast du dein Handy dabei? Komm, schmeiß mal die Kamera an. Liebe hat so viele Gesichter. Aber mein Herz schlägt nur für dich. Ich sehne mich nach dir in jeder einzelnen Sekunde meines Lebens. Wenn du mir sagst, Ricardo ist der Mann deines Lebens, dann akzeptiere ich das. Aber wenn es nur Angst ist, Julia, das Leben ist zu kurz, um falsche Entscheidungen zu treffen. Wir beide, wir haben diese zweite Chance. Und ich will sie nutzen. Mit dir zusammen.
tut mir leid. Mensch, Dana, wo bleibst du denn? Die Frage kann ich leider nicht beantworten. Alexander. Ich musste dich einfach anrufen, weil, Marlene, du verdrehst die Tatsachen. Alle haben gesehen, wie du mich an dem Abend angeflirtet hast. Du hast dich auf den Kuss eingelassen. Du bist mit mir im Bett gelandet, weil du das auch wolltest. Nein, ich wollte zuerst, aber dann doch nicht mehr. Das habe ich anders in Erinnerung. Was willst du von mir? Bitte, Marlene. Du musst aufhören, diese Lügen über mich zu verbreiten. Meine Karriere steht hier auf dem Spiel. Wenn diese Gerüchte die Runde machen, bin ich erledigt. Deine Schwester und dein Vater sind schon auf mich losgegangen. Und Hagen hätte mich auch fast erwürgt. Hagen? Aber wieso weiß er? Ich nehme an, Dana hat mit ihm darüber geredet. Marlene! Hey, was ist los? Ist das wahr? Hast du Hagen davon erzählt? Ich verlange, dass Sie dieses Video augenblicklich aus dem Netz nehmen. Was? Wie nur Sie selbst? Was heißt das schriftlich? Aber hallo? Jederzeit. Soll ich es ausmachen? Helena wird diesen Moment in ihrem Leben niemals vergessen. Keiner könnte sie mehr bestrafen, als sie selbst es tut, jeden Tag. Ich glaube, das ist weitaus mehr, als man ertragen kann, oder? Darum haben Helena und Nikos verdient, ihren Frieden mit der Vergangenheit zu machen, um weiterzuleben. Da meint es einer gut mit dir. Nico das auch sieht? Ich weiß es nicht. Du entschuldigst mich, ich muss ins Krankenhaus. Ich habe Hagen wirklich nichts gesagt. Das musst du mir glauben. Er ist von selbst darauf gekommen. Wie? Er hat gemerkt, wie sehr du dich verändert hast seit dem Abend. Und ich auch. Und hat's geglaubt? Was? Ja, natürlich. Deshalb wolltest du nicht, dass irgendjemand was erfährt? Weil du dachtest, dass dir niemand glaubt? Dass es Hagen und Chris an dir nicht glauben würden? Es ist nicht deine Schuld und das darfst du auch niemals denken. Aber er hat doch recht. Ich habe mit ihm geflirtet. Ich habe mich ihm an den Hals geworfen, ihn abgeschleppt. Marlene. Ich habe mit ihm Champagner getrunken. Ich habe ihn dazu ermutigt, mit mir noch auf sein Hotelzimmer zu gehen. Ich habe ihn geküsst, mich von ihm ausziehen lassen. Und ich habe die ganze Zeit nichts gesagt, weil ich es wollte. Gott. Marlene, hat er dir das alles eingeredet? Er hat dich angerufen, oder? Aber es stimmt doch. Nein. Glaubst du das wirklich? Dass du schuld bist, dass diese Drecksau dich vergewaltigt hat? Und die Weihnachtsfrau da. Ist die auch schuld, wenn ihr sowas passiert? Nur weil sie ein kurzes Höschen trägt? Nein, natürlich nicht. Eben. Niemand hat das Recht, einem anderen Menschen so etwas anzutun. Marlene, du hast Nein gesagt. Aber wir waren in seinem Zimmer, haben auf dem Bett gesessen. Wir haben uns geküsst. Ja, und wenn ihr schon mittendrin seid. Jeder
hat immer das Recht, Nein zu sagen. Du hast eine Grenze gesetzt und er hat sie überschritten. Er ist schuld. Er ganz allein. Ludwig? Weißt du, wo Helena ist? Du hast also Daniels Video gesehen. Nico, Helena hat ihn bestimmt nicht gebeten. Das habe ich auch gar nicht angenommen. Es ist nur das, was Daniel gesagt hat. Vielleicht hat er recht. Also, weißt du, wo Helena ist? Du willst dich bei ihr entschuldigen? Du hast sie gerade verpasst. Sie ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Gut, danke. Von Calador über Sorte und dann bis wieder Nietzsche bis nach Porto Colombo. Und San Salvador nehme ich auch noch mit. Achtung, das sind gut und gerne 850 Höhenmeter. Ja, alles andere ist ja Kinderkram. Einen Moment. Er wird Mallorca verlassen. Glaub mir, ist es besser so. Fahrradtour? Und nimmst du deine Eltern mit? Klar, logisch. Was meinst du? Wir alle drei zusammen? Das wäre ja dann wie früher. Ich wohne weg und ihr jappt hinterher. Und weiter, Kurzer. Diesmal ist es andersrum. Kurzer, ich kann dir auf den Kopf spucken. Oh, Freunde, nicht schon wieder. Blutwerte sind in Ordnung. Ich denke, wir behalten sie noch 3 Tage hier und dann können wir sie auch mit gutem Gewissen verabschieden. Ja. Entschuldigung. Was machst du denn hier? Ich wollte mich bei dir bedanken, was du da gemacht hast. Das. Aber warum hast du das gemacht?